Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW bei Folge 98. Wir sind immer noch auf der Höhle von Halbinsel, quasi da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit den Würmchen. Oder Krustenbohrer. Und wir müssen auch viele tolle Sachen hier machen. Ihr seht, die Map quillt quasi über vor Quests. So, da lala, sieht aus wie zwei. Zuck, lustig. Zuck, zuck. War auch noch ein, okay. Ich dachte, es wären zwei gewesen. Sah ein bisschen so aus. Sehr schön. Brauchen wir nur noch 6 Stück. Und den 5. Läuft bei uns. Der Freund im Ostland ist, weiß ich auch nicht im Moment. Ein Mobberschwein. Also es ist gegen Jäger. Und der weiß, was ihm blüht, wenn er tot ist. Und wird gepellt. Das haben wir noch bei uns gewartet hier. Jetzt hat es den gehauen. Ich glaube, der eine war. Oder dass er halt aus. Oder dass, wenn er nichts macht, dann hat er ihn doch gehauen. Der haut jetzt wieder. Wo ich das gerade lese hier mit dem PvP, wenn wir dann groß genug sind, werden wir auch PvP mal spielen. Weil mit 70 geht das. Habe ich schon probiert. Ob der den nicht spotten kann? Also nicht immer. Ja, schon überlegt. Der will gerade Nahkämpfe machen. Ah, und der Aslan ist tot. Nicht aufgepasst.
Mann, oh Mann. Wie gesagt, in der Scherbe am Anfang stirbt man ziemlich oft. Oder das Pet stirbt ziemlich oft. Weil wir sind ja auch schon so einige Male gestorben. Zwei Leben hatte. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ehrlich, das gibt's nicht. Sind so wenig Trefferwertung? Ja, ich habe so wenig Trefferwertung. Nicht null Trefferwertung habe ich. Das gibt es nicht. Unglaublich. Ja. Oder es liegt vielleicht an den Klamotten, die ich anhabe. Weil die sind zugegen Strungs. Nehme ich noch. Ja gut, 81 haben wir glaube ich schon hier. Ja, das ist von. Boah. Irgendwo. 38, das sind eigentlich Mini-Sachen. Der ist ganz okay. Auch. Ja, die Ringe sind auch nicht so prickly. Ja, die Schuhe und die Butz auch nicht. So eigentlich fast 80 ist es okay. Wie ihr seht, haben wir nicht viel, was 80 ist. Ich denke mal, daran könnte das gut liegen. Dass wir noch etwas eingeschränkt sind mit allem. Ach, wir haben ja auch sogar grün markiert. Ha. Das ist Dominus. Das zeigt uns dann nämlich an, was aktiv ist. Das ist ganz cool. Naja gut, wenn wir jetzt hier weiter sind mit 300, dann können wir uns nämlich schon ein paar Scherbenwelt-Dinger zusammen basteln und das ist dann wieder was besser. Aber wir geben ja nicht auf. Oh. Ich habe schon hinten geguckt. Der will sich nicht vielleicht abspotteln lassen. So, die Falle hat verfehlt. Also 61er sind echt krass. Haben wir beide dran zu beißen. Danach fehlt nur einer, wenn die zwei tot sind. Ja, wir müssen höllisch aufpassen hier. Auf der Höllen. Feuerhalbinsel. Na gut, der ist wieder ein bisschen verbuggt. Auf unser Pet aufpassen. Ich auch wieder krepiert, der arme Kerl. Aber man tut ja, was man kann für den, ne? So, dann haben wir jetzt auch das geschafft. Ich denke, darum fiel uns das auch ebenso schwer oder in der letzten Folge mit der Mine.
Wir haben immerhin schon 20% vom Level. Ich finde, es geht auch recht okay. Wir haben jetzt noch nicht arg so viele Quests abgeschlossen mit 60. Oh. Guck mal da. Perfekt. Hier, das ausmacht. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Oh, das ist schon nicht übel. So, mal gucken. Könnten wir nochmal probieren, die Mine hier zu machen. Was kriegen wir denn da? Wird die Mine gemacht? Mal gucken, wie es heißt. Das Genie. Oh ja, da kriegen wir Schultern. Das ist sehr gut. Frage ist das, wir nehmen die Schultern. Ja, auf jeden Fall die Schultern. Meine Gürtel ist 40 und die Schultern sind 30. Sehr gut. Bin schon wieder aus der Gilde geflogen. Verstehe gar nicht warum. Ich war da jetzt nur ein paar Tage nicht online. Naja, was soll's. Wenn einer eine nette Gilde kennt, der kann mich ja gerne einladen. Oh, das finde ich gut. Wir müssen gleich ein bisschen hinterhängen und dann haben wir nicht so viele Probleme. Wir haben aber auch Probleme. Kann sein, das ist bestimmt ein Tank. 14.000, ja, könnte gut ein Tank sein. Ja. Ein T5, kein Tank. Mit verwüsten. So, dann können wir nämlich was essen, trinken. Wir können dann schon mal in Ruhe weitermachen. Und bedenkt heute, da läuft man dann einmal durch, haut dann einmal jeden an und der fällt um. Selbst als Tank. Dadurch, dass ein recht hohes Stats mittlerweile hat. Und da ist ein Paladin. Ich hätte sie ruhig buffen können. Naja, kann nicht alles haben. Die Tap, mein großer Freund. Zusammen sind wir jetzt 120. Das ist ja noch ein Pult, finde ich lustig. Der Jäger denkt, der keinen Schaden macht. Und der Paladin, der sowieso keinen Schaden macht. Ich glaube, der Paladin war entweder auch Tank oder der war Heiler, weil er hat ein Schild an. Paladin-Level ist schon so eine Sache, ne? Ach guck, wir ballen sich. Finde ich gut. Sehen den blöden Typen da. Pille. Champion danach möchte ich auch werden. Ja, genau, nimm den mit. Sehr gut. Hier willst du mich den da. Ja.
Okay, gut. So, schmeißen wir unseren Aspekt. Unglaublich, der Typ, oder? Komm jetzt. So, haben wir noch Glück hier. Muss ganz leicht gehen. Ich war letztens mit einer Gruppe hier. Waren wir zu dritt, haben wir auch alles einfach so umgenutzt. Das war gut. Tada! Wie geht's? Schultern hat man gesagt. Hier ist 49 und das ist nämlich schon 38. Bleib sauber! Und wenn wir über 4000 EP Energie leben. Sehr gut. So, gucken wir mal, was wir noch hier in der Nähe haben. Aufgeben. Gucken. Und eine schöne Seele ab. Können wir tun und nicht abgeben. Die Zeppelin-Dinger könnten wir abgeben gern. Ja, beziehungsweise machen gern. Die fressen auch recht viel Zeit immer. Dem, wie die spawnen oder respawnen, dauert das manchmal ein bisschen. Und da sind die doofen Geier. Und die komische Festung könnten wir auch noch machen. Ist ja auch quasi mit im Quest-Einzugsgebiet, sag ich mal. Mit den doofen Geistern. Ist alles doof, wie ihr merkt. Wo ich mich auch schon drauf freue, ist auf Nahkant. Nahkant habe ich immer gerne gemacht. Nahkant ist ein und Leder gibt es da für uns. Ja. Kannst du den Geist angucken gern? Die mir so schön an Nahrand. Da gibt es so viel Leder, was man alles mitnehmen kann. Ja, ich glaube, es geht besser. Naja. Jetzt auch etwas mehr Leben. Als nächstes Skillpunkt holen, ist nämlich auch den gezielten Schuss. Gehen wir erstmal weiter rein. So Geisterpferde wäre auch noch gut. Das Reittier. Finde ich gut. Ja, das ist gut, ganz gut. So, und ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge, wie es wieder heißt. Let's Play WoW Folge 99. Gebt mir noch einen Daumen hoch, teilt das Video und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.